Willkommen zurück zu einer neuen energiegeladenen Folge Mortal Kombat 11 in der Ultimate Edition auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Endlich geht es weiter. Wieso war so lange Pause? Nun, ich habe jetzt Mortal Kombat 9 durchgespielt, Mortal Kombat 10 durchgespielt und eigentlich auch ganz Mortal Kombat 11. Und jetzt machen wir hier noch die, sag ich mal, Bonus-Story. Und da wurde YouTube aus irgendeinem Grund wieder sehr, sehr kritisch. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert, das alles zu klären. Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß nicht, warum jetzt bei dieser Folge. Davor 40 Folgen lang, alles easy, alles cool. Und ein Video ist dann doch wieder zu heftig. Wieso auch immer. Man hat keine Begründung. Man muss es einfach hinnehmen. Hoffen wir mal, es geht. Ein wenig Unterstützung wäre sehr geil. Und jetzt geht's weiter mit Mortal Kombat 11 Aftermath. Wir treffen uns auf Kronikas Insel. Diese Narren glauben sich dem Sieg nahe. Ihre Überheblichkeit wird ihr Verhängnis. Wie traurig. Meine Tochter gibt ihrer Sentimentalität nach. Kommen dir Bedenken, Sindel? Wohl kaum. Kitana umwirbt einen Bauern und gehorcht dem Donnergott. Sie könnte keine größere Enttäuschung sein. Wer hätte das gedacht? Die Insel. Komm rechtzeitig. Ein ewiges Reich erwartet dich. Herein. Kitana Khan. Sei nicht so formell, Mutter. Du bist Khan, Kitana. Fordere die Achtung deiner Untertanen. Auch meine. Oh, ich werde dich stets gern begrüßen. Und ich dich stets gern besuchen. Unser Bataillon bricht zur Blutsee auf. Königin Shiva und die Shokan folgen als Nachhut. Darf ich um etwas bitten? Mutter, du musst nicht. Sprich dich aus. Shiva, Königin Shiva, riskierte alles, um mich zu wecken. Die Ehre gebietet, dass ich mit ihr in den Kampf ziehe. Ja, das stimmt. Und die Geste der Loyalität wird die Moral der Shokan heben. Danke, Kitana Khan. Weiß nicht, wann es genug ist. Erledigen wir ihn. Frau, du bist's. Still, mein Gatte. Ich bin hier. Die Seelenkammer wird deine Wunden heilen. Dann bestrafen wir Kitana und nehmen uns den Thron. Imperatorin? Habe ich mich verhört? Du würdest deine eigene Tochter verraten? Sie kommt nach ihrem Vater, Shiva. Jared war ein schwacher König und Kitana ist ein schwacher Khan. Schwach? Sie besiegte Shao Kahn. Aber sie konnte ihn nicht töten. Das ist ihre Lektion. Vernichte deinen Feind, sonst steht er wieder auf. Das war mal so, aber jetzt gibt es bessere Wege anzuführen. Fight!
aber ich muss sagen, Sindel hat definitiv recht. Man muss seinen Feind vernichten, sonst steht er wieder auf. Ja, da ist leider sehr viel Wahrheit drin. Warum ist Sindel so verdammt heiß und Kitana so verdammt ugly? Also ich weiß nicht, ich finde Kitana sieht überhaupt nicht gut aus. Dieses Design finde ich schrecklich. Ich bin unersättlich. Oder was meint ihr? Also bei Sindel hat man sich so viel mehr Mühe gegeben. Klassische Mutter-Tochter-Dynamik. Wow, 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 wow. Schwester. Alter, sie hat geile Moves. Sie hat richtig, richtig gute Moves. Oi, oi, oi. Jetzt haut sie auch mal ein bisschen zu. Aber gegen meine Haarpracht. Da hast du keine Chance, alte Sheva. Komm, mach deinen Blow. Bisschen Action muss ja wohl noch drin sein. Also wenn ich jetzt noch Blow-Energie hätte, ich würde direkt rausblowen. Ah, komm. Noch ein bisschen. Puh. Counter-Blow. Alter, diese Haare, ne? Ich persönlich finde ja Haare irgendwie eklig. Keine Ahnung. Götterälteste, zitternd vor mir, Shiva. Welche Hoffnung hast du? Kitana ermordete eure Shokan-Brüder. Shiva trotzte ihr und erlitt diese Strafe. Schwört eure Treue und dann werde ich sie rächen. Nehmen und zwei teilen für all die Zeit, die er uns genommen hat. Bald haben wir das Stundenglas. Die Ewigkeit wird unser Reich sein. Wir werden alle Zeit der Welt haben. Shao Kahn, Sindel, kommt mit mir. Kronika sucht nach euch. Kronika? Wo war sie, als Kitana meinen Thron gestohlen hat? Sie soll an ihren leeren Versprechen ersticken. Gestatte mir die Ehre, Gatte. Ich werde zusehen, wie du ihn bestrafst. Deine Schöpferin lässt dich sterben, Garrus. Wie sie es schon unzählige Male zuließ. Und mit jedem Mal nähert sich ihr Entwurf der Perfektion. Fight! Laber, 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 Garrus. Achtung! Doch nimm mal ein bisschen Säure. Also ist Sindel und Shao Kahn eigentlich voll die Love Story. Eigentlich voll die romantische Love Story. Ich meine, ja, Sindel. In die kann man sich verlieben, oder? Kitana ist halt so eine Enttäuschung. Ich kann das absolut verstehen. Kitana ist so verdammt wack. Ah, ist noch ein bisschen Bock. Ah, dann gebe ich dir den hier mit. Guck, guck. Oh, er blockt ihn. Er blockt ihn. Lehn mich an.
fleh mich an. Ich finde halt das Outfit auch so extrem gut. Hier hat man sich einfach so viel mehr Mühe gegeben als bei Kitana. Sie hat halt einfach diesen unwiderstehlichen, mega coolen Badass-Style. ich hänge in der Luft. Es war so geplant. Ach komm schon, wie kannst du mit einer Lady nur so umgehen? Wie kannst du mit einer Lady nur so umgehen? Das ist dein Lieblingsmove, huh? Ihre Niederlage wird nur perfekter, Garrus. Sollten wir die Flotte senden? Nein. Shao Kahn und Sindel haben uns ungewollt einen Vorteil verschafft. Ihre Armee wird gegen die von Raiden um die Krone kämpfen und sie beide schwächen. Was übrig bleibt, zerschmettern wir mit Leichtigkeit. Die Krone wird wieder mir gehören. Und damit beginnt die neue Ära. Commander Cage meldet sich zum Dienst, Sir. Ich meine, Ma'am. Oh, 90s Dad. Du hast schon eine Schusswunde zu viel. Bin wieder heil, Cassie. Raiden hat mich mit seinen Donnerhänden massiert. Wo wir dabei sind, wo ist denn Mama Bär? Da drüben und wartet auf Shiva, aber wir laufen in 5 Minuten aus. Wo sind sie? Schlecht oder ist das sexistisch? Klappe und versuch nicht zu sterben. Genug geschwätzt, Narren. Ihr werdet gefälligst dem Reich dienen. Zwing uns, du autoritäres Arschloch. Schnapp dir den Witzbolz. Ich werde das vorlaute Gör erziehen. Mich erziehen? Du weißt, dass ich Shinnok geröstet hab. Ha! Shinnok hat intrigiert, weil er im Kampf wertlos war.
Dein Sieg über ihn ist der Beweis. Feind. Du wirst dem Reich dienen. So ein kleiner Hitler, ne? Weißt du, was ich auch irgendwie merkwürdig finde? Dass in Mortal Kombat alle so dämlich sind. Ich meine, Sindel basht Shiva weg und dann kommen ihre Gefolgsleute und gucken so, hey, was ist da los? Sindel total erregt steht da, Shiva am Boden, Shao Kahn befreit und was ist das? Und im Endeffekt, ne, sagt sie ja nur, ja, das war Kitana. Habt ihr irgendwo Kitana gesehen? Gibt es Spuren von Kitana? Nö, das war die und dient mir mal. Ende. Ich meine, wie dämlich ist das? Aber netter Blowy. Guck mal, ihre Fähigkeiten glühen grün. Mein Hammer glüht auch grün. Seelenmacht. Die Seelenkammer glüht. Alles glüht. Mortal Kombat glüht. Ja, aber so einfach ist es in Mortal Kombat. Du sagst einfach so, schwört mir ein bisschen was und dann mach ich's kaputt. Und dann gibt's auch Fraser. Cool. So, du Gör, ich erzieh dich. Jetzt verstehst du, was wahre Macht bedeutet. Der alte Mann ist untröstlich. Wozu um Schwächlinge weinen? Diese Frauen sind mutiger und stärker als 50 von euch zusammen. Okay, Idioten. Keine Witze, keine Spielchen, nur Combat. Ihr wollt Ärger? Ihr kriegt Ärger! Wie viele seiner Knochen soll ich für dich brechen, Frau? Überrasch mich. Zweimal warst du beim Turnier und hast zweimal verloren. Dass Raiden dich als Herausforderer sah, irritiert mich. Fight. Er sagt doch immer nur, Frau, hey, Frau, wie viele Knochen soll ich brechen? Frau, du bist es. So spricht man Frauen an. Hey, Frau. Achtung, Patrick, move on. Nein, ich habe Patrick verschwendet. Jetzt bin ich doch ein bisschen deprimiert. Ah, ist irgendwas vor? Nein? Er ist aber immer noch so super träge, aber er haut so böse rein. Shao Kahn, very strong. Very, very strong. Letzte Chance. Für ein bisschen Action. Jetzt sieht man wieder gar nichts, ne? Oi. Böse! Shao Kahns Blowy ist sehr, sehr böse. Dass ich nicht lache. Didit, Zeit für sein, keine Ahnung, für seine Steroide. Der alte Johnny, der braucht ein bisschen Saft in der Hose. Vitamine nennt er das, Hollywood-Vitamine. Ah, Mist, ich springe mal zu weit. Immer ein bisschen deine Ecke, Bruder. Boah, jetzt geht er nochmal richtig durch. Old Mac Johnny. Alles klar. So, nochmal richtig Saft in der Hose. Kannst du nicht?
Schiff und versenkt die Fracht. Wir müssen schnell Karens Flotte überholen. Raiden und Fujin gingen voraus, um die Insel zu stürmen. Aber wir verloren den Kontakt zur Nachhut. Zu Commander Cage und den Spezialeinheiten, Königin Shiva und den Shokan und zu Mutter. Ich spreche nur aus, was wir alle denken. Sie hat uns nicht verraten. Ziehen wir keine schnellen Schlüsse. Da! Sind das die Spezialeinheiten? Verflucht seist du, Mutter! Tötet euch einfach! Sich Shao Kahn, nicht nach deiner kleinen Niederlage im Kolosseum. Das gehört mir, Sindel. Hol's dir. Ich hoffe, du hast mehr als das für den Erben des großen Kung Lao. So, und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, kleine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss! Ich finde Kitana.